Ein großer Mann mit vielen Haaren und einem großen Werk, dem deutschen Beitrag hier in Venedig und unserem jetzt gerade eingereichten Beitrag für die Oscars. Damit müssen wir uns heute beschäftigen. Wir reden also von Werk ohne Autor. Von Florian Henkel, von Donnersmarck. Richtig. Ja, 3 Stunden, mehr als 3 Stunden, 188 Minuten, längster Beitrag überhaupt hier in diesem Wettbewerb. Ja, der Donnersmarck hat viel zu sagen, zumindest was die Länge angeht. Vielleicht reden wir erst darüber, worum es geht. Ja, es geht um den jungen Künstler Kurt, der in Dresden aufwächst, in der Nähe von Dresden aufwächst. Das Ganze geht super linear los. Also das heißt, wir sehen ihn als kleinen Jungen. Er hat eine Tante, die mit einer diagnostizierten Geistesstörung eingewiesen wird und dann auch vergast wird von den Nazis. Dann gibt es die Bombenangriffe auf Dresden parallel. Schnitt, Kurt ist größer und geht zur Kunstakademie, wo aber mittlerweile DDR ist und er sozialistischen Realismus malen muss. Und genau. Dort trifft er aber, das sind ja immer die guten Seiten beim Studium, ein Mädchen, das sehr, sehr toll ist. Tja, die zwei machen dann rüber, wie man so schön sagt, in den Westen, weil sie beide nicht mehr so richtig Lust haben auf die sozialistische Realität, die vorherrscht. Und dort findet Kurt eine neue Art, etwas zu lernen, und zwar ein Institut, was von einem sozusagen Beuys-Verschnitt, man nennt ihn nicht Beuys, aber sozusagen eigentlich ist er das, geleitet wird, wo es darum geht, sich frei zu emanzipieren in seiner Kunst und in seiner Kunst neue, spannende Dinge zu machen und daraus zu schöpfen, was man in seinem Leben alles so gelernt hat. Und da sind wir dann quasi bei der Genese dieses großen Künstlers, der basiert auf Gerhard Richter und malt auch so ähnliche Sachen. Konflikt bei der ganzen Sache, natürlich ganz früh angelegt. Der Arzt, der seine Tante damals zur Vergasung freigegeben hat, sozusagen mit seinem Kreuzchen auf dem Bogen, ist natürlich der Vater seiner Geliebten. Das gibt dem Ganzen die richtige Spannung. Er ist ein Nazi, der natürlich auch später noch eine große Rolle spielt. Der sich durchgeschummelt hat, quasi, und weiterhin Arzt ist, also nicht entdeckt wurde. Das ist sozusagen der große Punkt, die große Reibung an der Sache. Aber im Endeffekt ist es so, dass Kurt, unser Künstler, vor allem eben an seiner Tante hängt, die er damals kennengelernt und geliebt hat und sehr, sehr schätzt. Und da ist sozusagen schon das erste Problem. Schon da haben wir ein Problem, worüber wir erstmal sprechen müssen. Richtig. Und zwar grundsätzlich die Frauenfiguren in diesem Film. Oh ja. Wir haben die fantastische Paula Beer als Geliebte, das gleich mal vorneweg zu schicken. Die ist toll, das wissen wir aus Transit, das wissen wir aus ganz vielen anderen Filmen. Die kann sehr, sehr gut spielen, darf sie hier aber nicht. Hier darf sie vor allem eins. Nackig sein. Ja. Und sonst nicht stören bitte, weil der große Künstler braucht Raum. Und dass sie auch eine Studentin, Modestudentin ist und auch Künstlerin ist, ist sozusagen völlig irrelevant. Dass sie eben das gesamte Studium im Westen finanziert, wird einfach so nebenbei abgetan. Denn das Einzige, was diese Figur ansonsten noch für ein Problem hat, mit dem sie umgehen darf, ist, dass sie wahrscheinlich keine Kinder kriegen kann. Ja, Wahnsinn. Die Tante ist auch wirklich so ein Problem. Ja, damit geht es gleich los. Und zwar in der Gaskammer. Wir filmen in die Gaskammer rein. Ja. Übergossen mit wahnsinnig elegischer Musik. Das ist, glaube ich, auch so mit eines der größten Probleme, die ich mit diesem Film habe. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, die Frauen hier haben absolut gar nichts zu sagen oder zu bieten. Es gibt sehr viel Nacktheit, die völlig irrelevant ist, aber here we go. Und mehr 3 Stunden Zeit, die müssen irgendwie gefüllt werden. I guess. Und ansonsten sind das alles Figuren, die sozusagen Katalysatoren sind für den großen Künstler, was ja so eins der größten Klischees überhaupt ist in jeglicher Art und Weise, dass hier nochmal so richtig, aber so mit Geigen und allem Schnickschnack ausgewälzt wird. Aber der eigentliche Punkt dieser ganzen Sache soll ja eigentlich darüber sein, zu kontemplieren und so dichterisch zu erzählen, hat von Donnersmarck gesagt, wie der Prozess des Kunstfindens und Kunstmachens ist, der ja immer auf sehr persönlichen Ereignissen, in dem Fall hier Traumata, beruht. Das wird auch, das ist das letzte Drittel sozusagen des Films. Wir kriegen hier eine längere Erklärung über moderne Kunst und was sie uns sagen und will und was sie zu bedeuten hat. Also wir erfahren nochmal das komplette Trauma, was dieser Düsseldorfer Kunsthochschulleiter erlebt hat und warum er die Kunst so macht, wie er sie macht.
Es wird alles, das ist auch, das ist der Grund, warum dieser Film so gut funktioniert. Es wird alles komplett auserzählt. Deswegen braucht er auch so lange. Ja, weil man alles man zeigt es und dann muss es aber auch eine Figur nochmal erklären und dann wird es nochmal sicherheitshalber für die Und das finde ich, schade, man merkt den Film an und ich finde, das ist auch wirklich ein grundsätzliches Problem von Donnersmarck, dass es seinem Publikum nicht zutraut, intelligent zu sein. Alles wird 30 Mal erzählt, ausbuchstabiert. Es gibt sogar so eine Lines, die extra so reingebracht werden. Da fehlt mir eigentlich nur noch so der Brechtsche Moment, wo jemand wirklich in die Kamera guckt und sagt, hallo Publikum, hier ist der Punkt, den ich machen möchte. Ganz schlimm ist es nicht, aber wir sind fast da. Und das genau, das führt hin zu so einem Moment, wo man sich als Zuschauer ein bisschen verarscht fühlt, weil man das Gefühl hat, der hält einen wirklich für dumm. Ja, ich glaube aber, weil es eben so eine sehr, dieses amerikanische Erzählen funktioniert ja teilweise wirklich so, dass nochmal wirklich im letzten Drittel erklärt, mehr oder weniger erklärt oder zusammengefasst wird, wo sind wir jetzt gerade, wer ist jetzt eigentlich gerade wer, was ist hier gerade passiert. Und ich glaube, dass der Film tatsächlich darüber gut beim Publikum ankommen und funktionieren kann, weil es halt eine sehr konventionelle, sehr, sehr bekannte Erzählweise ist. Das stimmt, aber ich finde es sehr schade, weil der Stoff, den er sich da genommen hat, der hat sehr, sehr viel Potenzial und dieses Potenzial geht total verloren, vor allem in der super amerikanisierten Art und Weise, wie er das gemacht hat. Da kommt ja noch mehr dazu. Mhm. Wir haben einen schon fast qualvollen Soundteppich, so viele Streicher, da wird einem, irgendwann kriegst du halt die Krise und wir haben noch dieses Spielberg-Light-Ding, was passiert. Jetzt muss man ihm sozusagen zugutehalten, dass von Donnersmarck einer der wenigen deutschen Regisseure ist, der wirklich verstanden hat, wie man so amerikanische Filme macht und groß, pompös und episch wirklich so in die Spielberg-Richtung gehen. Auf der anderen Seite ist es eben genau Spielberg das. Ganz, mir zieht sich alles zusammen bei dem Vergleich von Spielberg und Donnersmarck, weil die Level halt nochmal komplett anders sind. Ich rede hier wirklich sozusagen vom Handwerk, von der Art und Weise, wie drücke ich sozusagen die Knöpfchen. Und er kann die Knöpfchen hervorragend drücken, das stimmt schon, aber eben Tiefe entsteht dabei nicht. Und das ist eben auch das größte Problem an diesem Film. Der will ganz viel erzählen, er hat aber wirklich nichts zu sagen. Er hat nichts zu sagen und er hat trotzdem eher immer vom Bildlichen redet und wie tief das Bildliche sein kann und die bildende Kunst und so weiter. Hat er selber nicht ein einziges tiefes oder intelligentes Bild in diesem gesamten Film. Was er aber hat, sind viele, und ich komme wieder darauf zurück, Spielberg-Momente, inklusive so dem klassischen Spielberg-Face, was auch ab und zu kommt. und ich saß da und ich war fasziniert von dieser Melange, dass er genau das wählt, als sozusagen ästhetischen und auch als handwerklichen Schritt, um diesen Film aufzubauen, und gleichzeitig aber für sich sozusagen proklamiert, dass das hier sozusagen was ganz Tiefes ist. Ich glaube, das, was wir vorhin schon gesagt haben über die Frauen, dass diese Beziehung zu der reichen Tochter sozusagen über 3 Stunden schafft, wirklich überhaupt keine Tiefe zu kriegen. Also dass wir überhaupt dass außer die beiden haben Sex zusammen nichts diese Beziehung ausmacht. Also dass es da nichts gibt, wo man merkt, ach so, die sind ein Paar und die lieben sich. Aber auch wenn er vor seiner Leinwand steht, was er sehr oft tut, denn er ist Maler. Er ist ja Maler. es gibt so viele Filme, es ist ja immer ein Problem, ne? Wie stellt man etwas dar, wenn jemand vor einer Leinwand steht und sozusagen künstlerisch tätig sein soll? Das ist ja ein unglaublicher innerer Prozess, der da stattfindet, den man schlecht darstellen kann und dann passiert irgendwas auf der Leinwand. Aber selbst das war wirklich, also die Leinwand war im metaphorischen Sinne und im echten Sinne sehr lang, sehr viel mit Leere gefüllt und das, was dann da kam, war tatsächlich sehr plakativ und im wahrsten Sinne des Wortes und metaphorisch abgemalt. Ich frage mich wirklich, ich würde sehr gerne wissen, was Gerhard Richter von diesem Film hält und was er dann denkt, weil es basiert ja sozusagen mehr oder weniger auf seinem Leben. Aber wir für uns können, glaube ich, feststellen, dass wir hier einen sehr großen, teuer gemachten, pompösen, epischen Film haben in Länge und in Versuchen des Erzählens, der aber im Endeffekt dann doch eher so eine Heißluftnummer war. Ja, der aber,
wenn er Oscar-Kandidat ist, glaube ich, sogar funktionieren kann, weil er eben diese ganz klassischen deutschen Themen hat. Wir haben Nazis. Ja, also, ja, ja, Amerikaner werden wir haben, genau. Also, es ist ja, also ich, das ist auch eine interessante Sache. Ich bin sehr gespannt, wie sich das sozusagen in den nächsten Wochen herausstellen wird, wie das deutsche Publikum reagiert, wie das ausländische und vor allem amerikanische Publikum reagiert. Hier vor Ort war es, ist es eine gemischte Geschichte gewesen. Interessanterweise, du hast berichtet, dass aus... Im Saal wurde geklatscht, gejubelt, also dass die internationale Presse bei der ersten Pressevorführung heute war restlos begeistert. Aber, und hier kommt das Aber, hinter vorgehaltener Hand unter Kollegen gab es sehr viel Augenverdrehen und sehr viel Probleme, die sich hier sozusagen mit diesem Film herauskristallisiert haben. Also mal sehen, das ist so einer von denen... Wird spannend. Wird spannend, weißt du nicht, wo es hingeht. Ich glaube, Geld machen wird er auf jeden Fall, aber ich fand ihn im Endeffekt, war ich super enttäuscht und zum Teil richtig genervt davon. Was willst du machen, ne? Naja, gut. Lassen wir Werk und Auto an dieser Stelle stehen. Die Geschichte wird zeigen, was mit diesem Werk geschehen wird. Ich rede schon wie dieser Film. Wir gehen jetzt einfach wieder ins Kino und gucken uns noch diverse andere Filme an, denn wir sind noch lange nicht fertig. Tschüss.